So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Damen und Herren. Wie ich sehe, sind wir eigentlich, glaube ich, fast alle jetzt vollzählig. Oder wir sind vollzählig, glaube ich zumindest. Schön, dass Sie alle den Weg zum einem MAA, Mehrens Advanced Academy Webinar gefunden habt. Heute geht es um das Thema Innovafon My Apps Cloud Services. Eine Geschichte, die hochinteressant ist, also eine Cloud-PBX-Lösung inklusive UC, die so völlig anders funktioniert als alles, was man sonst so an Cloud-PBX kennt, zumindest aus Sicht des Systemhauses, das voll in das Ausliefern sozusagen so einer Cloud-Lösung an den Endkunden komplett involviert ist, wo also nicht eine fertige Lösung von dem Hersteller kommt, von den Innovafon, sondern nur die Basis, die Grundlage. Und das ist im Markt halt noch nicht so richtig gut und viel verstanden. Und aus dem Grunde werden wir heute uns diesen My Apps Cloud nochmal genau anschauen. Und wer sonst außer Innovafon weiß das am besten, wie es geht. Daher wird gleich dann übergeben sozusagen an die Firma Innovafon. Aber vorab noch ein paar Worte. Ups, zur Firma Mehrens. Ich hoffe, das Bild kommt gut an. Ja, links unten sieht man mich in einer typischen Position mit so einem Megafon in der Hand. Das ist auf einem Partnertag irgendwann mal aufgenommen, wo ich dann die Teilnehmer dann aufgerufen habe, doch bitte irgendeiner Veranstaltung beizuwohnen. Mein Name ist Christoph Meyer, im Channel vielleicht auch bekannt als CERM. Ich bin seit einiger Zeit bei der Mehrens Unified Communication. Die sitzt in Neumünster. Ich selber sitze im Homeoffice in Münster in Westfalen. Man sieht ganz groß oben den Namensgeber dieser Firma und Gründer und Geschäftsführer, den Dirk Mehrens. Und unten rechts sehen wir die Leute, mit denen Sie im Vertrieb relativ häufig dann zu tun haben. Der Christian Pfeiffer, der dort schon als GF gekennzeichnet ist, ist das in spe, also sozusagen in Arbeit. Und ich denke, zum Sommer hin wird das dann auch offiziell werden. Naja, und dann die Kollegen, mit denen Sie tagtäglich im Innendienst beziehungsweise mit mir im Consulting, technischen Consulting-Bereich zu tun haben. Wir machen also hauptsächlich bei Mehrens, konzentrieren wir uns, fokussieren wir uns auf Innovafon, haben auch noch ein paar andere Sachen mit dem Portfolio, die rund um Innovafon eine Rolle spielen. Aber im Prinzip ist unser Hauptprodukt und unser Augenmerk die Innovafon PBX. Und diesen Fokus habe ich selber schon seit über 20 Jahren und ich freue mich, dass das mit der Mehrens so gut funktioniert, wie es funktioniert. So, und jetzt werde ich an die Kollegen von Innovafon übergeben, die uns durch dieses Webinar führen werden und uns hoffentlich viele neue und interessante Sachen präsentieren können. Ich übergebe die Moderation, das heißt, es wird kurzfristig bei Ihnen jetzt mal flackern und werde dann, ich denke, das heißt, nein, die Kollegen werden sich dann selber vorstellen. Und dann wünsche ich jetzt viel Spaß. Am Ende gibt es noch eine Fragestunde. Genau, das sollte man vielleicht auch noch schnell sagen. In dem Client, den Sie haben, können Sie unter Fragen oder unter Chat, können Sie, wenn Sie etwas genauer wissen wollen, die Fragen schon mal stellen. Die werden nicht unbedingt sofort beantwortet, aber am Ende der Präsentation gehen wir dann darauf ein. So, ich übergebe. Marco, du könntest jetzt loslegen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte meinen Bildschirm übertragen, Wunderbar. dann sieht man auch. Genau. Vielen lieben Dank, Christoph, für die schöne und ausführliche Einleitung. Gerne. Mein Name ist Marco Pacifico und im Hause Innovafon bin ich für die Betreuung der Partner in Süddeutschland zuständig. Und heute bin ich nicht alleine. Mit mir ist der Herr Bernd Riedl. Das ist unser Head of Cloud Services. Bernd, magst du noch was zu deiner Person sagen? Ja, sehr gern. Lieber CERN, ich wollte mich zuerst nochmal herzlich bedanken für das schöne Entree.
Seit 20 Jahren bist du in diesem ganzen Umfeld unterwegs und ich erinnere mich auch noch an ganz viele, viele spannende Events, die wir gemeinsam gefeiert haben. Ne? Genau, also ja, seit ganz ordentlicher Zeit arbeiten wir da schon zusammen und ich bin aktuell bei der Innovafon, im Haus der Innovafon für das Thema Cloud und Miete verantwortlich. Also das ist letztlich das Thema, das ich federführend treibe. So viel mehr gibt es da eigentlich auch gar nicht zu sagen. Alles andere werden wir, glaube ich, im Laufe der Präsentation lernen. Genau. Dann starten wir doch mal gleich. Mal schauen, ob die Übertragung flüssig läuft. Perfekt. So, das ist so viel zu der heutigen Agenda. Wir fangen mal an zum Aufwärmen. Ich werde Ihnen heute einen kleinen Überblick verschaffen, sage ich jetzt mal, zum Thema Cloud und wie das so bei Innovafon läuft. Dann gehen wir rüber zu den Hosting versus MyApps Cloud, also die anderen Lösungen verglichen jetzt mit einer MyApps Cloud. Das Geschäftsmodell und das Handling, also die Abläufe, die wir hier so bezüglich Cloud haben. Dann werde ich Ihnen live zeigen, wie man so eine Cloud-Instanz, eine MyApps Cloud-Instanz live bestellt. Und dann gehen wir schon rüber zu den Mietlizenzen in der Cloud, wie man das Ganze berechnet. Und dann haben wir natürlich auch noch Zeit für Fragen. Genau, zum Aufwärmen. Wir von Innovafon kommen letztendlich, machen schon, wie gesagt, seit 20 Jahren vertreiben wir und verkaufen wir Telefonlösungen, Telefonkommunikation oder Telefonanlagen an sich. Das Ganze machen wir natürlich nicht selbst, sondern mit Hilfe unserer Partner. Wir haben ein indirektes Vertriebsmodell. Was heißt das? Dass wir keinen direkten Kontakt mit dem Endkunde haben, sondern lediglich über zertifizierte Partner, die das Ganze auch vertreiben. Nach einer gewissen Zeit hat man sich gedacht, hat man eine gewisse Flexibilität haben wollen oder entwickeln wollen, dann ist das hier zustande gekommen. Also Cloud, eine Cloud-Variante und eine Miet-Variante. Was heißt das? Dass neben der Kunde hat dann die Möglichkeit quasi nicht nur eine Anlage zu kaufen, sondern das Ganze auch entweder zu mieten oder in der Cloud zu betreiben. Vielmehr, das Thema Cloud kam jetzt immer mit der Corona-Situation. Ich mag das Wort eigentlich gar nicht mehr nutzen, aber man kann es ja irgendwie nicht vermeiden. Man hat dann tatsächlich Kunden gehabt, die gemeint haben, ich habe eine Telefonanlage, ich möchte aber meine Mitarbeiter bzw. ich muss meine Mitarbeiter in den Homeoffice schicken. Was kann ich jetzt tun? Dann ist natürlich so eine Cloud-Lösung ganz interessant. Weil wie gesagt, da ganz viele Fälle von hatten wir von. Dass der Kunde gesagt hat, ich habe jetzt eine Telefonanlage, Mitarbeiter müssen ins Homeoffice, ich möchte gerne noch eine Cloud-Variante haben, beziehungsweise eine Cloud nutzen, damit ich vielleicht die Mobility oder einfach die Flexibilität haben kann. Und bei Innovafon ist es tatsächlich so, dass man eine sanfte Migration, also man muss nicht mal eine bestehende Anlage haben, eine bestehende Innovafon-Anlage haben, um in die Cloud zu gehen, sondern man kann diese quasi sanft in die Cloud migrieren. Genau, und vielleicht darf ich da gerade noch was anmerken. Ganz Sehr spannend gerne. an der Geschichte ist natürlich, wir hoffen ja alle immer, dass es relativ schnell wieder in die Normalität zurückgeht. Das heißt, unsere Kunden wollten sich anfänglich natürlich auch nicht irgendwie an lange Verträge binden mit, was weiß ich, Laufzeiten etc. Von daher haben wir das ganze Konzept so aufgezogen, dass es da keine Laufzeitbindung gibt. Ne? Das heißt, Kunden können tatsächlich die ganzen Ports hochfahren oder runterfahren nach Bedarf. Und also auch jederzeit ist keine vertragliche Bindung da. Ne? Das war ganz spannend. So, jetzt gebe ich auch schon wieder zurück an den Marco. Das ist genau ein Punkt, den wollte ich auch gerade ansprechen, Bernd. Aber danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Es ist tatsächlich so, dass wenn ein Kunde jetzt sagt, ich möchte jetzt vorübergehend für 6 Monate, 7 Monate jetzt mal eine Cloud nutzen, dann kann er auch durch unser Abo-Modell, weil das Ganze basiert ja auf einem Abo-Modell, Prepaid-Abo-Modell, dann kann er auch sagen, nach dem 8. Monat oder so, ich möchte das nicht mehr. Und dann braucht er auch quasi nicht mehr zahlen. Gegenzug, wenn er sagt, ja, okay, ich möchte das weiterhin nutzen, weil ich finde die Lösung ganz cool, dann reicht es nur, wenn er weiterhin Münzen einwirft. Aber das zeige ich Ihnen dann, wird dann noch im Webinar gezeigt. Zurück zu den drei Säulen. Wir haben, wie gesagt, die Kaufvariante, die Mietvariante und die Cloud-Variante. Die Merkmale sind natürlich selbsterklärend. Bei einer Kaufvariante hat man natürlich den Betrieb im eigenen Haus, also in einem Serverraum hat man eine unserer Cachelay oder Gateways.
stehen. Das Ganze kann natürlich auch virtualisiert auf einer virtuellen Maschine laufen. Beim Kaufmodell handelt es sich um eine einmalige Investition. Also man kauft es einmal, man gibt das Geld einmal aus und Ihnen gehört dann auch die Anlage. Bei den Updates, die kommen noch optional dazu. Da muss man natürlich eine Softwarewartung abschließen. Und man kann die Anzahl der User und Features natürlich flexibel erweitern. Bei der Cloud und bei der Mietvariante schaut es ein bisschen anders aus. Das Ganze basiert auf ein, wie gesagt, ein Prepaid-Modell und ein Abo-Modell. Was heißt das? Da gibt es ein Punktesystem dahinter. Die Innovon Service Credits. Das heißt dann letztendlich, jede Komponente, die wir zur Miete oder in der Cloud haben, benötigt eine gewisse Anzahl an ESCs, um diese quasi nutzen zu können. Das heißt, bei der Mietvariante kann man natürlich sagen, ich möchte jetzt ein Cashly mieten oder ein Gateway mieten. Und das Ganze ist dann bei Ihnen im Haus. Natürlich kann man das Ganze auch wieder virtualisieren. Da sind wir so flexibel. Sie haben keine Investitionen, dadurch, dass Sie diese laufende monatliche Kosten haben. Das heißt, da kommt keine einmalige Investition auf Sie zu. Laufzeitbindung, wie der Bernd schon erwähnt hat, haben wir auch keine. Sie sind frei zu entscheiden, wie lange und was der Kunde benötigt, damit man das auch dementsprechend dann auch eben zahlen lässt oder beziehungsweise der Kunde zahlt nur das, für wie lange er braucht und was er braucht. Die Updates sind inklusive und man kann die Anlage erweitern oder reduzieren, nicht nur an User, sondern auch an Features. Das heißt, da sind wir auch flexibel. Bei der Cloud ist natürlich auch fast das gleiche Thema, nur dass das Ganze in einem Rechenzentrum in Deutschland läuft. Hier haben Sie auch keine einmalige Investition, keine Laufzeit, Updates sind inklusive und diese Anlage können Sie auch flexibel erweitern oder reduzieren. Genau, jetzt fragt man sich, wie läuft denn das Ganze bei Innovafon? Wie komme ich zu so einer Cloud-Instanz oder zu einer Cloud-Anlage? Grundsätzlich, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, haben wir ein indirektes Vertriebsmodell, das heißt, die Bestellung dieser Punkte, der ISCs, der läuft letztendlich über den ganz normalen Channel. Das heißt, der Endkunde bestellt bei dem Partner, der wiederum bei der Mehrens bestellt, also Distribution, und die Distribution bestellt dann bei uns. Das heißt, diese Innovon Service Credits sind letztendlich das ist ein ganz normaler Artikel, den man bestellen kann bei dem Partner bzw. bei der Distribution. Und hierüber können wir dann auch die ganze Miete der Hardware und der Software abwickeln. Das heißt, man kann bei Bedarf natürlich, wird die Miete im Mietportal bestellt, die Hardware-Miete. Die Software wird dann auch dynamisch aktiviert und verwaltet. Und ab dem Moment, wo man dann die Software bindet, läuft dann auch die Verrechnung. Das heißt, wir sind in der Lage, eine sekundengenaue Verrechnung der gebrauchten bzw. genutzten ISCs zu haben. Genau. Die Spielregeln sind natürlich, die ganze Verrechnung erfolgt über ISCs, die Sekunden genau. Also wir können tatsächlich, Sie können zum Beispiel auch nur zwei Lizenzen für 5 Minuten mieten. Das ginge. Ist aber natürlich nicht zielführend. Die ISCs werden wie gewohnt über den Channel bzw. über die Mehrens bestellt. Und vor Auslauf der ISCs bekommen Sie ein Reminder, wo dann drin steht, Achtung, hier laufen ISCs aus, bitte natürlich je nach Wunsch ISCs nachkaufen. Wenn man sagt, ich möchte keine Cloud-Instanz oder ich möchte die Miete einfach beenden, dann reicht es aus, wenn man diese nicht mehr zahlt. Die Updates sind einfach mit dabei, kostenlos, verglichen jetzt zum Beispiel mit einer Kaufvariante. Da müssen Sie natürlich die Softwarewartung abschließen, aber bei der Miete, bei der Cloud, da sind die Updates dabei. Ein Mischbetrieb ist allerdings nicht möglich, was die Lizenzen angeht. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe 10 Lizenzen, 5 kaufe ich und 5 miete ich, das ginge nicht. Allerdings, wenn wir jetzt hier über Hardware und Software sprechen, dann schon. Im Sinne von, ich kaufe mir die Miete, ich kaufe mir die Hardware und miete die Lizenzen. Das, oder andersrum, das geht. Allerdings in der Lizenzwelt ist das tatsächlich nicht machbar, da muss man einfach sich entscheiden, miete ich das Ganze oder kaufe ich das Ganze. Das war es schon zum Aufwärmen, Bernd. Jetzt ist tatsächlich dein nächster Punkt mit Hosting versus MyApps Cloud.
Prima, ja, dann herzlichen Dank mal für das Aufwärmen, Marco. Dann lege ich jetzt mal mit dem nächsten Abschnitt los. Gut, fangen wir einfach mal an mit dem guten alten Hosting. Das kennen wir ja wahrscheinlich die meisten von uns noch. Das war so die Zeit, als wir wirklich angefangen haben, unsere silbernen Kästle, wenn ich mich mal an deine Begriffe halte, Marco, an die silbernen Kästle irgendwo gestapelt haben. Und da an einer zentralen Stelle in einem Rechenzentrum für viele, viele Kunden dann PBX betrieben haben. Ne, damals war das alles ein ganz, ganz ordentlicher Aufwand. Das geht ja schon ziemlich weit zurück, die Zeit. Das war ja ein ziemlich großer Aufwand. Da musste der Partner einfach sich um alles kümmern. Er musste einfach die ganze Technik zur Verfügung stellen. Er musste die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Er musste sich um die ganzen Sicherheitsthemen kümmern. Er musste natürlich im Vorfeld liefern, die Kundenberatung machen. Also das ganze Thema hing letztlich am Partner und war tatsächlich auch mit einem großen Personalaufwand verbunden. Und im Zuge der Virtualisierung haben sich da jetzt natürlich neue Türen aufgetan. Klicken wir bitte mal aufs nächste Slide. Haben sich jetzt natürlich neue Türen aufgetan und so haben wir jetzt im Zuge der My Apps Cloud diesen ursprünglich großen Block, den da ein Partner bewältigen musste, den haben wir aufgetrennt in zwei. Das heißt, wir kümmern uns für unsere Partner um die ganze Infrastruktur und um die ganze Virtualisierung. Und der Partner kann sich da im Prinzip ganz einfach auf die Beratung und den Verkauf von dieser Anlagen da einschießen, beziehungsweise natürlich auch, was für uns auch ganz elementar ist, auf die Konfiguration und die Einrichtung dieser virtuellen Instanzen, dieser TK-Anlagen. Denn der Partner ist ja nach wie vor der den Draht hat zum Endkunden. Da wollen wir auch gar nicht rein, sondern über diesen guten Draht zum Endkunden weiß der Partner natürlich am besten, wie die Kiste konfiguriert werden soll. Und das ist einfach das Asset, das der Partner einbringt an der Stelle. Ganz schick ist es, was wir da machen. Wir stellen im Prinzip jedem Partner eine Virtualisierungsplattform, eine virtualisierte PBX zur Verfügung. Das heißt, der Partner muss sich nicht um die Infrastruktur kümmern, muss sich nicht um diese ganze Thematik mit den SBCs hier, mit Firewalls etc. kümmern. Das machen alles wir. Der Partner bekommt an der Stelle von uns einen Installationslink, über den er auf die virtualisierte PBX zugreifen kann und diese einfach konfigurieren kann. Ganz, ganz schick und ganz, 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 ganz einfach mit vergleichsweise geringem Aufwand kann da ein Partner ran. Und obendrein, ganz, ganz spannend, für die Partner, die unsere Geräte schon kennen, so die Konfiguration von so einer Cloud PBX ist nahezu identisch von der Konfiguration, wie die On-Premises Anlagen konfiguriert werden. Also einmal so eine Grundlagenzertifizierung bei der Mehrens gemacht, können Sie die Dinger on-premises genauso in Betrieb nehmen wie in der Cloud. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Slide. Genau, den ersten Punkt habe ich eben gesagt, in allen Betriebsvarianten soll heißen, egal ob Sie jetzt tatsächlich an so einem Kistle, wie der Markus das sagt, ich nenne es gelegentlich auch Büchsen von uns, ob Sie daran arbeiten, also ob an einer On-Premises-Lösung oder an einer virtualisierten Lösung in unserer Cloud, der Funktionsumfang ist nahezu identisch. Das sind ganz, ganz wenige Sachen, die unterschiedlich sind und vor allem auch das Touch und Feel ist komplett identisch. Das Schicke an der Geschichte ist, wir stellen unseren Partnern mit dieser Lösung immer, also pro Cloud-Instanz, immer zwei virtuelle Maschinen zur Verfügung. Und die können individuell so angepasst werden, wie Sie das von unseren Lösungen kennen. Das heißt, da ist nichts von der Stange. Das ist immer im Prinzip immer eine Single-Tenant-Lösung. Die können Sie genau so anpassen, wie das Ihr Kunde benötigt. Vertragslaufzeiten, wie vorher auch angesprochen, total flexibel. Jederzeit kündbar, also ohne irgendwelche Eckwerte oder Vorgaben. Die Betreuung läuft ausschließlich über den Partner.
Das heißt, wir arbeiten mit dem Partner zusammen, um die virtualisierte Instanz aufzusetzen. Und der Partner ist dann das Single Interface zum Endkunden. Und da wollen wir auch nicht rein. Das heißt, es gibt auch keine Offenlegung von irgendwelchen Daten von Endkunden etc. Gut, Vertrieb ausschließlich über zertifizierte Innovafon-Partner. Ich denke, das ist klar. Wir vertreiben nicht an Endkunden, haben das auch nicht vor. Und der Partner ist vollständig immer in der Wertschöpfungskette integriert. Genau, das nächste Slide bitte. Ah, da sind wir schon durch. Geschäftsmodell und Handling, das solltest, glaube ich, du machen, Marco, ne? Genau, das ist das. Aber vielen lieben Dank, Bernd. Genau, hier geht es letztendlich um das Geschäftsmodell beziehungsweise um die ganze Vertragsgeschichte. Wie der Bernd schon erwähnt hat, bleibt der Partner trotzdem ein wichtiger Bestandteil unserer Channels. Das heißt, alles geht über einen zertifizierten Innovafon-Partner. Und wie auch der Bernd schon erwähnt hat, müssen wir jetzt auch nicht zwingend wissen, wer der Endkunde ist, wollen wir auch nicht, außer es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, da gehen wir kurz durch diese Slides jetzt hier. Ich fange mal an mit der Vertragsgeschichte. Also bevor man natürlich eine Cloud-Instanz hochzieht, benötigt man auch gewisse rechtliche Regelungen, die in verschiedenen Verträgen abgeschlossen werden müssen. Genau, das, was Sie hier sehen, ist unser Channel, also Innovafon als Hersteller, die Meeres dann quasi als Distribution, der zertifizierte Partner und der Endkunde. Der Kauf der ISCs, der ist immer identisch, beziehungsweise der Kauf allgemein von Innovafon-Lösungen und Innovafon-Produkten, der ist immer identisch. Die haben immer den gleichen Weg, der Endkunde beim Partner und so weiter. Was das Vertragliche angeht, haben wir natürlich die Möglichkeit, jetzt hier, wenn ein Partner einen potenziellen Kunde hat, der eine Cloud-Instanz haben möchte, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, dass der zertifizierte Partner den Vertrag mit uns abschließt, also den MIPS Cloud Services Vertrag, und dieser schließt dann wiederum einen Vertrag mit dem Endkunde. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, darf ich da gerade noch mal unterstützen? Ja, gerne. Das ist eigentlich so der Regelweg, den die meisten Partner machen. Die meisten Partner haben mit ihrem Endkunden irgend so einen Managed Service Vertrag, über den dann auch die Cloud-Dienstleistungen, die damit reingepackt werden. Und der Partner schließt dann natürlich einen Vertrag mit uns ab. Und im Prinzip all das, was wir in dem Vertrag beschreiben, beziehungsweise all das, was wir dem Partner leisten, das wird dann einfach in irgendeiner Form gespiegelt in diesen Managed Service Vertrag für den Endkunden übernommen. Ne? So läuft es normalerweise. Danke, Marco. Ich danke dir. Die zweite Variante schaut so aus. Man hat immer wieder mal vielleicht einen Kunde, der sagt, nee, ich möchte den Vertrag direkt mit Innovafon abschließen. Ich möchte keinen Partner. Im ersten Moment ist es tatsächlich so, dass der Endkunde einen Vertrag mit uns abschließen kann oder darf. Allerdings wird im Vertrag, oder es ist quasi ein Muss, der zertifizierte Partner erwähnt. Also wir stellen die Instanz quasi zur Verfügung. Die ganze Administration und die Konfiguration, die muss natürlich der Partner übernehmen. Und die darf der Partner übernehmen. Das wollen wir auch gar nicht. Ihm wollen wir auch gar nicht diesen Part wegnehmen. Das heißt, letzten Endes haben wir die Möglichkeit, entweder den Vertrag zwischen Innovafon und Endkunden abzuschließen, im Sinne von, der Endkunde kommt auf uns zu, nennt uns den Partner und gut ist, oder der zertifizierte Partner handelt im Namen oder in Vertretung des Endkunden. Also gibt quasi an, da gibt es auch, muss man ein Häkchen setzen, ich handle im Namen des Endkunden. Darf ich da auch noch kurz was ergänzen an der Stelle? Ja. Das ist besonders spannend. Also es kommt gelegentlich vor, dass wir hier kleinere Partner haben, die vielleicht vergleichsweise neu in diesem Umfeld sind und die sagen zu uns, ich möchte mit diesen Verträgen irgendwie überhaupt nichts zu tun haben. Ich hab kein eigenes Legal Department, das möchte ich auch nicht aufziehen. Könnt ihr den Vertrag nicht machen? Und ich kümmere mich darum, weiterhin den Kontakt zu dem Kunden zu halten. Und damit haben wir eigentlich eine Lösung geschaffen, wo der Partner sagt, okay, wir nehmen einfach, oder der Endkunde akzeptiert direkt eure Verträge.
Und wir als Partner kümmern uns um den Endkunden. Wir machen die Konfiguration. Aber hier an dem Vertragszeug, da haben wir keine Lust drauf. Ich muss gestehen, der Fall tritt nicht sehr oft auf. Der ist jetzt ein paar Mal aufgetreten. Und da haben wir einfach eine schöne Lösung gefunden für den Fall, dass es in eurem Interesse als Partner ist. Es gibt eine Lösung. Ja, das gebe ich wieder zurück an den Marco. Genau, hier noch eine kurze Zusammenfassung, also dass der Vertragsschluss zwischen Innovafon und Partner oder Endkunde stattfinden kann. B2B-Vertrieb über zertifizierte Innovafon-Partner, das heißt, die drei Varianten haben wir hier, um die Verträge abschließen zu können. Genau, vielleicht an Wie? der Stelle auch noch mal ein kleines Kommentar. Entschuldigung, wenn ich immer so dazwischen schwatze, Marco. Ich weiß Alles nicht, ob ich gut, das klar gesagt habe Also mir gefällt das, Entschuldigung, mir gefällt das sehr gut, wie ihr das macht, dieses Hin und Her. Also kommt sehr gut rüber, live, authentisch und bringt doch noch mehr als nur eine Folie und eine Person. Also haut rein, ist gut so. Vielleicht können wir noch mal kurz zurückspringen auf die vorangegangene Folie. Ich denke, wichtig ist es auch nochmal zu beleuchten, selbst wenn der Vertrag zwischen Innovafon und dem Endkunden geschlossen wird, laufen die ISCs wie gewohnt durch den Channel. Das heißt, der Endkunde kauft die ISCs beim zertifizierten Partner ein, der wiederum beim Distributor und der Distributor kauft die dann bei uns ein. Also an der Kette hier, an der Wertschöpfungskette ändert sich absolut nichts. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig herauszuheben. Danke. Gerne. Genau. Und wie das Ganze ausschaut, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe einen Kunde, der möchte oder ich bin neu zertifizierter Partner und möchte jetzt eine MyApps Cloud Instanz bestellen. Wie funktioniert das? Das zeige ich Ihnen live. Es gibt natürlich verschiedene Schritte, die hier aufgelistet sind. Also erstmal die Bestellung quasi über unser Lizenzverwaltungsportal oder MyInnovafon. Das Ganze dann, also dann schließt man die Verträge ab, man bestellt dann die ISCs über die Mehrens oder über den Distributor, installiert das Ganze und schon ist das getan. Also das ist wirklich der Weg bis zum Ergebnis ist tatsächlich nicht lang, ganz im Gegenteil. Genau, ich werde Ihnen jetzt mal den ersten Teil zeigen, also wie bestelle ich eine MyApps Cloud Instanz. Hier mal auf den Link. So, das ist jetzt auf meinem zweiten Bildschirm. Jetzt müsste man was sehen. Genau. Sieht man was? Ja. Okay. Also, Ja, ich läuft. muss als zertifizierter Partner habe ich natürlich auch die Möglichkeit, hier in meinem MyInnovafon-Portal quasi mir einen Account zu erstellen. Ich habe bereits ein Benutzerkonto. Da muss ich mich natürlich auch einloggen. Und das, was Sie hier sehen, ist natürlich, dass ich momentan für die Test AG handle. Nur würde ich das Ganze gerne schon einen Schritt früher zeigen, beziehungsweise einen Schritt davor, wie es für ein frischer Partner quasi ausschauen würde. Das heißt, ich bin neu zertifiziert bei Innovafon. Ich lege mir ein Firmenkonto in MyInnovafon an. Natürlich habe ich hier die Datenschutzhinweise, die man quasi überall heutzutage anklicken muss und mit einverstanden sein muss. Und dann fängt es hier schon an mit Firma und Inhaber. Also hier einfach die Daten eingeben, die von der eigenen Firma. Das heißt, ich bin Partner XY GmbH und bin in der Partnerstraße 1. Genau, Postleitzahl nehmen wir mal die 11111 in. Ja, dann schreiben wir einfach mal Leonberg. Genau. Bestätigen, Firma erstellen. Das heißt, ich, Marco Pacifico, handle gerade im Namen oder beziehungsweise für die Partner XY GmbH. So, ich habe den ersten Kunden, der eine Cloud-Instanz haben möchte. Moment, darf ich da auch noch kurz was dazu sagen? Mir Sehr fallen da noch gerne. so ganz viele Sachen ein. Also an der Stelle ist vielleicht nochmal interessant zu betrachten, dass das System so aufgebaut ist, dass ein Personen-Account dann
mit mehreren Firmenaccounts arbeiten kann. Ne? Das gibt einfach die Freiheit, dass Sie als Partner natürlich im Namen Ihrer Firma arbeiten können, aber auch in Vertretung Ihrer Endkunden. Die würden Sie da dann als zusätzliche Firma eingeben, Verträge generieren können. Ne? Also immer ein Personenaccount ist an ein Firmen oder an gegebenenfalls an mehrere Firmenaccounts gebunden. Wichtig ist an der Stelle für uns, dass wenn Sie einen Personenaccount anlegen, dass wir da eine E-Mail-Adresse haben, die klar auf Ihren Namen schließen lässt und klar auf die Firma schließen lässt. Also wir akzeptieren zum Beispiel keine E-Mail-Adressen wie info@gmx.de. Info at am Anfang akzeptieren wir nicht, weil das lässt nicht klar auf den Namen schließen. Und gmx.de oder sowas hilft uns natürlich nicht weiter, weil da können wir nicht auch drauf schließen, für welche Firma Sie jetzt agieren. Und auf Basis von diesen Personenaccounts wird natürlich ein Vertrag geschlossen und von daher ist es wichtig, also für uns einfach wichtig, dass aus der E-Mail-Adresse klar der Name hervorgeht und die Firma. Und das ist aber in dem Wiki-Artikel, den der Marco am Schluss noch erwähnen wird, sicherlich, das ist auch gut erklärt, denke ich. So, jetzt bin ich auch schon wieder still, Marco, du bist wieder dran. Genau. Einmal, wenn ich einmal in meinem Meinhof-Portal drin bin, quasi, habe ich dann die Möglichkeit, habe ich dann diese Ansicht hier und habe dann natürlich die Möglichkeit, hier einen Vertrag hinzufügen zu können. Ich werde dann gefragt, was möchte ich denn abschließen, ob es jetzt ein MyApps Cloud Service sein soll, ob es eine Software-Miete sein soll oder ob es eine Hardware-Miete sein soll. Ich sage, das ist ein MyApps Cloud, also ich möchte eine MyApps Cloud Instanz bestellen. Und dann wird mir hier gesagt, dass ich drei verschiedene Verträge abschließen soll. Einmal den Vertrag über MyApps Cloud Services, einmal den Vertrag über die Miete von Inovafone von Softwareprodukten. Der ist tatsächlich einmalig, also müssen Sie nur einmal abschließen. Und einmal den Vertrag über Auftragsverarbeitung, also alle Themen bezüglich DSGVO, bezogen auf die DSGVO-Thematik. Genau. Dann fangen wir mal an. Das ist der erste Vertrag, also der Vertrag über die MyApps Cloud Services. Und natürlich haben wir hier vier Schritte. Hier sind dann alle allgemeinen Informationen über den MyApps Cloud Services beinhaltet. Also einfach sehr genau durchlesen. Ich meine, der Vertrag ändert sich ja nicht. Das heißt, wenn man den einmal auf dem Schirm hat, dann weiß man schon, was drin steht. Das heißt, einfach gut durchlesen und wenn man es einmal richtig macht, dann ist es auch gut so. Also Genau, der erste Schritt, das war im Prinzip so eine Zusammenfassung, um was es geht. genau. Hier werden nochmal die Daten quasi überprüft oder die Daten ersichtlich gemacht. Wer bin ich hier? Wer die Firma, Inhaber und so weiter. Also ob die Daten wird natürlich, die haben wir am Anfang angegeben und werden hier wieder angezeigt, ob die jetzt hier richtig sind. Dann sage ich ja, ich versichere die Richtigkeit. Hier nochmal ein Häkchen setzen, Datenschutzhinweise und hier nochmal auf Weiter. Hier gibt es jetzt besondere Hinweise, wie zum Beispiel unsere Cloud-Instanzen bzw. die Konfiguration, die Grundkonfiguration ist immer auf bis zu 100 Benutzer pro Cloud-Installation ausgelegt. Falls es mehr sein sollten, das heißt bei einer Anzahl von 150, einfach da eine kurze Info mit dem Partnermanager austauschen und dann wird das Ganze schon an die Cloud-Abteilung quasi weitergegeben. Das sind ein paar Parameter, die angepasst werden müssen, aber das sollte kein Problem sein. Ja, da geht es im Wesentlichen einfach darum, wenn die Anlagen größer 100 werden, also 200 oder 400 User, das ist alles kein Problem. Da müssen wir einfach nur ein bisschen mehr diesen Instanzen ein bisschen mehr Ressourcen zuweisen. Ne? Und das sollten wir im Vorfeld einfach wissen. Wir sehen das auch im Betrieb, wenn die Anlagen mehr Ressourcen brauchen, da können wir auch nachsteuern. Aber es ist einfach immer besser, man macht sowas vorher wie hinterher dann im Betrieb. Ne? Dass es einfach nicht ruckelt, sondern schön reibungslos läuft. Genau.
Wie gesagt, hier gibt es besondere Hinweise, die einfach mal durchlesen. Hinweise zu dem SBC, also das von Border Controller, von Fremdhersteller, Datensicherung und so weiter. Hier nochmal ein schönes Häkchen setzen. Weiter, genau. Und dann haben wir hier noch einen wichtigen Punkt. Hier geht es natürlich immer noch um den MIBS Cloud Service. Angebot auf Abschluss eines Vertrages über den MIBS Cloud Service. Hier also weitere da, wichtige. Das ist der konkrete Vertrag jetzt. Genau. Ne? Das vorher war einfach Geplänkel, diverse Zusammenfassungen und da ist jetzt der konkrete Vertrag. Exakt. Hier gibt es auch noch einen Hinweis, da mag ich immer gerne zu erwähnen, den Mindestverbrauch. Der Mindestverbrauch für die Miete von Software beträgt 500 ISCs pro Monat. 500 ISCs bedeuten in der realen Welt, sage ich jetzt mal, ein kleinerer Kunde mit 5 Users, der lediglich telefonieren mag, ob jetzt über einen Tischtelefon oder über ein Softphone. Das sind 500 ISCs, so ungefähr. Genau, die allgemeine Geschäftsbedingung sind natürlich noch hier enthalten. Nochmal ein Häkchen setzen und das Angebot abgeben und schon haben wir den ersten Vertrag abgeschlossen. Darf ich nochmal kurz auf die 500 ISCs zurückkommen? Ja. Also ich meine, wenn es da Unsicherheiten gibt, ist es einfach der beste Weg. Schnacken Sie da mal mit Ihrem Partnermanager drüber. Wenn das ein klein wenig drunter liegt, ist auch kein Beinbruch. Ne? Dann machen wir es auch keinen Aufstand. Und reden Sie einfach mit Ihrem Partnermanager drüber. Das ist sicherlich der beste Weg. Genau. Dann haben wir den Vertrag über die Miete. Wie gesagt, den muss man quasi einmal abschließen. Im Normalfall hat er auch einen Häkchen, aber da wir das jetzt zum ersten Mal hier machen, müssen wir den quasi noch abschließen. Hier gibt es auch 3 verschiedene Schritte. Der erste Schritt sind allgemeine Informationen über die Miete von Innovafon Softwareprodukten. Dann kommen noch die besonderen Hinweise für die Miete. Wie gesagt, den muss man quasi einmal durchlesen und dann einmal quasi zustimmen. Und bei den weiteren Cloud-Instanzen müssen Sie den nicht nochmal durchlesen. Also das reicht, wenn man den einmal akzeptiert. Das ist also ein klassischer Rahmenvertrag, den wir hier machen. Genau. Häkchen, rechtlich binden, bestellen. Und schon haben wir den zweiten Vertrag. Und der letzte Vertrag, also Vertrag über Auftragsverarbeitung, sind hier natürlich die Schritte alle DSGVO, Datenbehandlung und so weiter. Kennen Sie bestimmt auch aus dem privaten Leben, DSGVO-Richtlinien und so weiter. Akzeptieren, Angebot, Auftragsbearbeitung annehmen. Und dann haben wir schon eigentlich alles. Dann haben wir die drei Verträge abgeschlossen. Gehe ich auf Weiter. Und hier haben wir jetzt eine sehr wichtige Aufgabe, finde ich. Hier haben wir die Möglichkeit, beziehungsweise haben wir die Chance, eine Domäne einzugeben, beziehungsweise die Domäne des Kunden. Wenn wir zum Beispiel sagen, der Kunde heißt Kunde Z, schreibe ich KundeZ.com, dann ist das hier die Domäne, worüber ich auf die Instanz quasi zugreifen kann. Das heißt, das ist die Domäne des Kunden. Ich gebe hier noch die geschätzte Anzahl, jetzt machen wir mal 10 Ports. Und das hier wäre meine, also wäre dann im Prinzip meine Domäne, womit ich über, damit ich dann quasi über meine Domäne auf die des Endkunden quasi zugreifen kann. Zentral über die Devices App. Genau, an der Stelle gibt es gelegentlich mal Verwirrungen. Vielleicht darf ich das auch nochmal aufklären. Also Sie haben in dem, was wir Ihnen zur Verfügung stellen, ein Cluster-Management-Tool drin. Ne, damit können Sie das komplette Cluster, das heißt die PBX, die App-Plattform und die ganzen Endgeräte, sofern das die Novaphone-Endgeräte sind, können Sie einfach so ein Remote-Management machen, können Sie geplante Updates für das ganze Cluster machen, etc. Und um das verwalten zu können, um dieses Cluster ansprechen zu können, müssen Sie einfach eine Kundendomäne vergeben, also diesem Cluster einfach im Prinzip einen Tag mitgeben, über den Sie hinterher diesen Kunden wieder identifizieren können. Typischerweise nutzen wir dazu den Domainnamen des Endkunden, sofern das für Sie in Ordnung ist.
Das heißt, der Kunde heißt Lieschen Müller AG, dann ist es halt hier der Domainname lieschenmüllerag.de oder irgend sowas. Ne? Damit können Sie hinterher zuordnen, um welchen Kunden das geht. So, die geschätzte Anzahl der Ports ist klar. Und das Zugriffsrecht ist dann spannend, wenn Sie eine eigene Cloud-Instanz oder eine eigene Innovafon TK-Anlage haben und über Ihre TK-Anlage all Ihre Kundeninstanzen verwalten wollen. Denn über dieses Verfahren tragen Sie da unten einfach das Zugriffsrecht ein. Damit können Sie dann in Ihrem Devices die ganzen Kundeninstanzen sehen. Da haben Sie die Lieschen Müller AG, die Werner Müller AG etc. Und Sie klicken dann einfach in Ihrer Devices App auf die entsprechende Kundeninstanz. Und dahinter sehen Sie dann die ganzen Geräte bzw. die ganzen Einstellungen, die für die entsprechende Kundeninstanz getätigt wurden. Das ist ein richtig schickes Tool, um große Netze und viele Kunden verwalten zu können und zu managen zu können. Danke, Marco. Ich habe zu danken, Bernd. Genau, wie geht es jetzt weiter? Was passiert? Wir haben jetzt hier drei verschiedene Verträge abgeschlossen. Ich habe soeben eine E-Mail bekommen, dem das Ganze nochmal ersichtlich wird, was wir da gemacht haben, und also einfach nochmal im PDF, eine PDF-Datei, beziehungsweise es sind drei Stück, also alle Verträge, nochmal zum Nachlesen. Unsere Verträge, die wir gerade abgeschlossen haben, sind gerade bei unserer Cloud-Abteilung quasi zur Überprüfung. Und sobald es dann losgeht quasi, ich gehe mal hier auf OK, die sind, wie gesagt, hier in Bearbeitung. Das sind die Verträge, die wir gerade abgeschlossen haben für den Kunde Z.com. Sobald diese quasi in Bearbeitung sind, beziehungsweise sobald eine Cloud-Instanz, glaube Bernd war es, hochgezogen wird, sind diese dann in den laufenden Verträge. Also genau, also der erste Schritt, wir überprüfen an der Stelle einfach mal, kennen wir den Partner, ist der zertifiziert, ist der bekannt bei uns und stimmt die Nomenklatur, können wir hier anhand der E-Mail-Adresse klar nachvollziehen, wer da konkret bestellt hat. Und wenn das klar ist, dann geben wir die Verträge frei und dann wird die Cloud-Instanz gebaut. Ne? Normalerweise dauert das, also wir sagen immer 24 Stunden, typischerweise sind es wahrscheinlich 4 Stunden oder weniger oder 2 Stunden. Und dann kriegen Sie die Cloud-Instanz als Install-Link zugeschickt. Genau. Das ist tatsächlich der nächste Schritt. In dem Bestellprozess quasi der MIPS Cloud-Instanz. Wir haben jetzt quasi eine bestellt an sich. Was passiert dann? Vielleicht in der Zwischenzeit bestellen Sie schon die ISCs bei der Mehrens. Und dann, sobald es eine Cloud-Instanz gibt, sobald unsere Cloud-Abteilung eine Cloud-Instanz hochgezogen hat, bekommen Sie einen Installer-Link. Das ist dann ein Dokument, das schaut so aus, mit dem Installationslink und mit den verschiedenen Daten, die hier schon hinterlegt wurden. Genau, aber das ist tatsächlich ein Teil des technischen Webinars, oder? Also das kommt im technischen Webinar vor. Das wird dann dort. Genau, nächste Woche wollten wir das besprechen. Genau, deswegen würde ich Ihnen da und gerne die da lasse ich. Können wir uns ja auch mal anschauen nächste Woche, ne, wie das genau geht. Das können wir mal durchspielen, können wir ja auch so eine Live-Präsentation machen. Genau. Und nachdem man, also es ist wirklich easy, das mal gemacht zu haben, also beziehungsweise das zu machen, so eine Cloud-Instanz quasi zu konfigurieren und zu installieren, dauert in der Regel auch maximal 5 Minuten vielleicht. Und ja, das Ding ist schnell durchgeklickt. Genau. Und schon läuft das Ding. Genau, also an der Stelle sei auch nochmal gesagt, es ist wirklich hyper easy. Sofern Sie Partner von uns sind, gehen Sie doch einfach mal in MyInnovafon rein und bestellen sich so ein Ding. Da kann nichts passieren. Im dümmsten Fall sagen Sie einfach nur, das taugt für mich nicht. Das lassen wir auslaufen oder Sie sagen uns Bescheid, ja, im dümmsten Fall, ich will es nicht mehr haben. Ne? Da haben Sie sich das Ding angeschaut und dann sagen Sie, okay, das war's für mich. Oder Sie sagen dann, naja, okay, prima, das setzen wir gleich um. Also es kann nichts passieren. Es ist keine Zahlungsverpflichtung drin in diesen Verträgen. Genau.
Bernd, es ist dein Part hier mit den Mietlizenzen, oder? Okay, dann genau, also wo Bitte sind wir schön. jetzt gelandet? Wir haben jetzt, also wir sind jetzt an der Stelle, wo die PBX installiert wurde. Nachdem die installiert wurde, haben wir einfach alle Icons sind da verfügbar, kann man sehen. Wir klicken da auf die Devices-App, machst du einfach mal das nächste Bild. In der Devices-App, so sieht die aus, gibt es einen Reiter, der heißt Software-Miete und an der Stelle kann man einfach den Kontostand aufladen. So einen kleinen Knopf ganz oben rechts, da können Sie einfach Ihre ISCs einspielen, beziehungsweise in dem Reiter ganz unten jede PBX, jede virtualisierte PBX, die wir da zur Verfügung stellen, die hat so eine laufende Nummer. Wenn man auf diesen Keil klickt nach unten, dann kann man einfach einstellen, klickst du mal eins weiter, bitte. Nächstes Slide. Ah, jetzt kommt es, genau. Gut, wenn man auf diesen Keil nach unten klickt, dann sieht man einfach, halt, das war jetzt zu weit. Ich glaube, die Übertragung, Das, die stockt ein wenig. ah, okay. Dann sieht man einfach, dass man da die einzelnen benutzten Lizenzen einspielen kann und zwar nach Anzahl der User. Das heißt, ganz fein granular kann man da wirklich die Anzahl feststellen, der Nutzer, die einfach nur geradeaus Telefonie machen können, beziehungsweise der Nutzer, die Conferencing machen können, der Nutzer, die das ganze UC-Package nutzen können. Ne? Ganz fein granular kann man da definieren, was man sich da jetzt wirklich mieten möchte. Ne? Denn das ganze Cloud-Konzept basiert auf der Software-Miete. Man mietet sich dann einfach für den Zeitrahmen, für den man das benutzt, die Anzahl der Lizenzen pro Nutzer. Und, ne? Wenn man es nicht mehr braucht, dann dreht man die Lizenzen auf Null runter und dann war es das. Genau. Und okay, in dem Beispiel haben wir jetzt da einfach beispielsweise irgendwas modifiziert. Da haben wir ein paar Port-Lizenzen nach oben gedreht. Nächstes Slide bitte. Und dann fragt uns das System natürlich, sind Sie sicher, dass wir die Port-Lizenzen jetzt hochdrehen? Das sieht man jetzt vom oberen Verbrauch. Da hatten wir 6.900 ISCs pro Monat und im unteren ist der Verbrauch jetzt ein bisschen nach oben gegangen. Und dann muss man das einfach kostenpflichtig ändern, also bestätigen, dass da auch nicht versehentlich irgendwelche Änderungen durchgeführt werden. Und dann war es das im Prinzip schon. Also ganz, ganz einfach. Also ich kann wirklich nur empfehlen, machen Sie es, spielen Sie es einfach mal durch, bestellen Sie sich mal so ein Ding, da kann nichts passieren, da kann nichts anbrennen. Gut, nächstes Slide. Eigentlich sind wir dann schon durch. Und sind auch noch sehr gut in der Zeit. Wir haben uns dieses Mal nicht verspatzt, Marco. Ja, wir haben noch 1:48 erstaunlicherweise, ja. Aber nein, Stunden. das war sehr schön. Ich hatte zwischendurch die Meldung von einem Zuhörer, von einem Teilnehmer, dass er nichts gehört hätte mehr. Ich hoffe, das war nur ein Einzelfall. Ja, komischerweise waren einiges Tastaturdrücke gingen nicht, wurden nicht so schnell angezeigt, der Wechsel der Anzeige. Merkwürdig, komisch, vielleicht ist gerade viel los im Netz, ich weiß es nicht. Aber ansonsten muss ich sagen, fand ich die Präsentation von euch sehr schön. Ich fand das sehr erhellend und auch angstnehmend. Ich glaube, das ist mit einer der Gründe, wie bei vielen Resellern, dass sie dieses Thema noch nicht angepackt haben, weil sie das in Summe noch gar nicht überblickt haben, sozusagen. Wie ist denn der Ablauf auf? Was lasse ich mich da ein? Und ich fand diesen Einstieg, diesen administrativen Einstieg in die Erklärung des MyApps Cloud Services, fand ich sehr schön. Schöne Präsentation. Cloud beheimatet. Ah, wie kann ich das denn jetzt größer ziehen hier? Wo ist das Rechenzentrum der Cloud beheimatet? In Deutschland. Könnt ihr da mehr zu sagen? Genau, Oder also ist wir das haben, geheim? genau, ganz, ganz auf die Schnelle, wir haben aktuell eine Cloud, ein Rechenzentrum in Deutschland und ein Backup-Rechenzentrum in Frankreich. Das heißt, wenn wir einen GAU hätten, was natürlich keiner haben möchte, dann ziehen wir also wir ziehen täglich von der ganzen Infrastruktur ein Backup
Und für den Fall, dass da irgendwas mal passieren sollte, spielen wir einfach das Backup in das Rechenzentrum in Frankreich und können dann Operations aus dem Rechenzentrum in Frankreich sicherstellen. Okay. Der Valentin sagt, Übertragung nach Auetal, also da in Niedersachsen, das war okay. Es gibt dann auch noch Leute, die sagen, ich habe viele Fragen, nennen aber keine weitere. Gut. Wenn da jetzt keine weiteren Fragen mehr kommen, dann würde ich sagen, geht Fax mit Sprache. Ja, das ist zum Beispiel etwas, das könnte ich sogar beantworten. Haha, erstaunlicherweise. Also Fax mit Sprache heißt, spricht das Thema an, dass Faxübertragung hier auf zwei Arten passieren kann. Einmal den digitalen Weg T38, wo ja, neuere Faxgeräte und auch Faxserver wunderschön mit klarkommen und auch die IP29X. Wie auch immer, wie viele Ports, kommt damit auch super klar. Was aber ein Papierfaxgerät alter Manier in der Regel macht, ist, dass ein Modem noch dazwischen geschaltet ist. Das heißt, es wird gepiepst. Dieses übliche, ne? Also dieses Gekratze und Gefiepe von so einem Papierfaxgerät. Um das aufzulösen, sozusagen zu verarbeiten, benötigt die Novaphone sogenannte DSPs, digitale Signalprozessoren. Und die findet man nur in dem Cache, in der Silberbox oder in dem Gerät, in den Gateways. Das heißt, wenn Sie Fax machen wollen, dann können Sie das in der Cloud, allerdings nur mit digital T38, nicht mit analog G711, also Sprache, Audio. Das geht leider nicht. Sie können nichtsdestotrotz natürlich in dem LAN des Kunden einen Analogadapter IP29 integrieren, den an die Cloud PBX anbinden und dann jegliche Art von Faxe, also beide Faxtypen, auf Papier zur Verfügung stellen lassen oder zur Not, wenn es sein muss, auch eine Silberbox, ein Gateway beim Endkunden platzieren und den dann als Fax-Device sozusagen in die Cloud mit einbringen. Das ist dann, läuft dann der Faxdienst halt eben nicht in der Cloud, sondern lokal beim Kunden. Das ist machbar und möglich, aber das ist eine Einschränkung. Und unsere Tendenz bei Mehrens als auch bei, vor allen Dingen auch bei Innovafunk geht dahin, hey, analog und Fax und überhaupt Fax ist 20. Jahrhundert. Und wir leben im 21. Wechselt lieber auf PDFs, die kann man in Excel, in Word heute fast überall generieren und verschickt dieses PDF dann signiert per Mail und dann seid ihr in der Regel sogar noch viel sicherer als ein Faxtransport. Das einzige Problem ist, dass viele vielleicht dazu noch nicht in der Lage sind in Deutschland, weil wir ein digitales Neuland haben hier bei uns ja, ne, bei uns in Deutschland. So, Genau, also Fax an mit der Stelle darf Sprache ich noch ist mal kurz, schlecht. Ja, darf gerne. ich an der Stelle noch mal kurz einhaken? Da gibt es auch was Neues. Das liegt im Moment bei mir. Ich habe da seit einiger Zeit einen Wiki-Artikel zu schreiben auf dem Tisch liegen und ich komme nicht dazu. Also, wir können seit Neuestem auch virtualisiert DSPs einbinden in die Cloud. Das heißt, im Prinzip ist es so gemacht, dass wir bei uns im Keller DSPs stehen haben und die dann in Kundeninstanzen eingebunden werden können. Also, Oh. damit kann man einfach recht schön die Fax-App aus der Cloud als Fax-Server nutzen und wenn da einfach eingehende Faxe kommen oder ausgehende Faxe kommen, dann greift die Cloud auf die DSPs zu, die im Prinzip in Anführungszeichen bei uns im Keller stehen. Und Ja, warum also das weiß ich geht das auch, nicht? weil der Wiki-Artikel noch nicht geschrieben ist, liegt bei mir im Moment noch auf dem Schreibtisch. Also geht Okay. auch. Ja, also Gut, kommt jetzt perfekt, im perfekt. Bälde, gibt es da wahrscheinlich auch ein paar Folien Ja, dazu zu dem okay. ganzen Thema. Schön. Referenzen der Cloud mit mehr als 100 User, habt ihr da was? Referenzen zum Rausgeben. Muss ich mal Oder sagen wir nachdenken. so, habt ihr Cloud-User, Cloud-Kunden, die größer 100 laufen und Ja, die größte funktioniert? Instanz, die wir im Moment haben, ist Größenordnung 400 Ports. Okay.
Dann NFR für Händler. Ja, klar, ich denke MyApps, ne, wie heißt das noch? MyApps Cloud for You oder so. Genau. Das ist ein Package, in dem im Prinzip zertifizierte Partner bei uns eine Cloud-Instanz zum Eigenbedarf bekommen können. Das Einzige, worum wir bitten, ist eine Beteiligung an den Infrastrukturkosten. Die haben wir ja bei so einer Cloud-Instanz immer. Der Wunsch von uns ist da, dass sich die Partner dann mit 20 € im Monat beteiligen an den Infrastrukturkosten. Und bekommen dafür dann im Gegenzug alle unsere Lizenzen auf der Cloud-Instanz frei zum Eigenbedarf einfach. Ne? Da können Sie sich also Operator runterladen, so viel Sie wollen. Was weiß ich, UC-Clients, Ports ohne Begrenzung. Und diese 20 € werden dann halbjährlich abgerechnet. Dann gibt es dann also einmal im Halbjahr immer eine Rechnung dann über 6 mal 20 €. Okay. Gut. Dann aus der gleichen Ecke die Frage, ob auf der Kundenseite noch ein SBC benötigt wird. Nein, das machen wir alles zentral. Ja, also zumindest was die PBX anbelangt, ne? Gut, was ist mit, wenn ich externe Devices habe, zum Beispiel Aurels oder in JTEL oder wie auch immer, ein Dienstleister, den ich mit einbinden will, kann ich das machen? Also im Prinzip würde ich vorschlagen, dass man sich die Fälle einfach, um sicherzustellen, dass man da nicht irgendwo an die Wand fährt, dass man sich die getrennt mal anschaut. Was da immer hilft, ist ein kleines Bildchen malen und dann einfach über die Distribution dann mit uns mal reden, dass wir den Fall klären, beziehungsweise dass wir die Rahmenparameter abklopfen. Ja. Also im Also Prinzip, ich. Hm. ja. Also im Also Prinzip gibt es da sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber gerade wenn es dann so ums Anbinden von als auch Third-Party-Geräten geht, das ist dann auch immer so eine Frage, die kommt, muss man einfach sehr stark aufpassen, denn die Implementierungen, da geht es dann meistens dann um SIP-Anbindungen, die sind stark unterschiedlich. Es gibt dann immer so die einen oder anderen Sachen, die man beachten muss. Und es ist besser, das dann im Einzelfall zu beantworten und nicht jetzt so global. Also ich würde sagen, grundsätzlich sollte das auch klappen, weil ich kann ja durchaus über den SBC, der bei euch steht, vor meiner PBX, vor meiner Kunden-PBX, da kann ich ja durchaus über den SBC hinweg der Registrierung eines Gateways bei der Cloud-PBX arrangieren. Und wenn ich dort eine Registrierung machen kann, dann kann das auch zum Beispiel ein Aurex oder eine JTL oder was auch immer. An Gateway-Funktionalitäten kann das natürlich dann auch beinhalten. Also ich würde sagen, ja, aber das muss man natürlich im Einzelfall sich genau angucken. Ja, es gibt einfach so ein paar spezielle Punkte, wenn dann die Cloud PBX, die in der Cloud steht, in irgendeiner Form in ein spezielles Kundennetz rein muss, ne? Von der Cloud aus Verbindung ins Kundennetz rein muss, da muss man einfach aufpassen, dass das funktioniert. Und daher sage ich, ist es einfach sinnvoll, da mal Bildchen zu malen, so die klassischen Bildchen und dann anhand von den Bildchen mal die Risiken analysieren und gucken, was wir da machen können genau. Okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, so ist mein Verständnis, ein Update auf zum Beispiel V14, wenn es denn kommt, während der Laufzeit meiner Miete sozusagen, während ich die Cloud PBX betreibe, ist dann natürlich mit drin. Richtig? Natürlich, natürlich ist es mit drin. Und das Schicke an der Geschichte ist auch, wir machen nicht das Update, sondern Sie als Partner machen das Update und zwar genau zu dem Richtig, sehr schön. Zeitpunkt, wo Sie das für sinnvoll erachten. Ja, okay, das wäre nämlich genau eine der nächsten Fragen gewesen. Ne? Also kann ich da, habe ich als Systemhaus eine Kontrolle darüber, wann ihr das Update sozusagen meiner Kunden PBX macht? Genau, es ist so, also ich als Systemhaus bestimme dann, wann die PBX meines Kunden geupdatet wird. Gibt Korrekt, das, stimmt wir das machen auch aber für die gar nichts. Service Releases? Gilt das auch Korrekt, für die Service genau das gleiche. Releases? Wunderbar. Ja. So, braucht es ein Partner eine zusätzliche Zertifizierung? Nein. Also jeder IP Connect oder Advanced Partner kann so etwas natürlich machen, weil
sich die Config grundsätzlich nicht von dem unterscheidet, was ich als IP Connect oder IP Advanced Techniker gelernt habe. Also ich brauche nur eine der beiden oder der drei möglichen Innovaphone Partnerzertifizierungen, Connect, Advanced oder Advanced Pro. Mehr bedarf es dann nicht. Korrekt. Und an der Stelle sei auch nochmal angemerkt, in der Cloud ist es ja alles viel einfacher, denn da kann man ja, das ist ja keine Kiste, die irgendwo in einem Kundennetz steht, wo man vergleichsweise schwer drauf zugreifen kann, sondern da können wir ja relativ leicht reinschauen und Partner auch unterstützen, wenn da irgendwelche Probleme aufkommen. Ja. Dann noch die Frage, muss ich mich als Systemhaus selber für um die Backups bzw. Snapshots der Config meiner Kunden PBX kümmern oder arrangiert die Innovaphone das bereits für mich? Also das ist auch ein ganz, ganz nettes Thema eigentlich. Wir machen eigentlich, das Ziel der Übung ist es, Backups auf zwei Ebenen zu fahren. Wir haben in der Devices App einen Mechanismus eingebaut, mit dem automatisch Backups gezogen werden können. Und wir versuchen Partner wirklich dahin zu bewegen, es auch zu tun. Denn also jeder Partner sollte aus Sicherheitsgründen ganz bestimmt ein Backup, ein regelmäßiges Backup von der Instanz seines Endkunden vorhalten. Gleichzeitig machen wir täglich einen Infrastruktur-Backup, also haben im Prinzip einen doppelten Boden. Sollte bei dem Partner-Backup irgendwas schief gehen, haben wir ein Infrastruktur-Backup vorliegen. Allerdings muss man dazu sagen, diese Infrastruktur-Backups sind vergleichsweise groß. Das heißt, mit so einem Partner-Backup, mit so einem Config-Backup sind sie viel schneller dran, so ein Config-Backup wieder einzuspielen. Wir brauchen hier mit dem Einspielen von so einem Infrastruktur-Backup noch ein klein wenig länger. Da ist schnell mal, bis da so ein Backup wieder am Laufen ist, ist schnell mal eine Stunde vergangen. Ja, boah, so lange. Naja, gut, man muss es einfach sagen, um das einfach so richtig zu relativieren. So schnell. Ja, das ist schnell, sorry. Das ist also, okay, cool. Das ist gut. Ja, und dann kam noch mal die Frage, du hattest Bernd auch schon angedeutet, bis auf Wenigkeiten unterscheidet sich der Funktionsumfang oder der Leistungsumfang der Cloud PBX nicht von dem einer On-Premise-Lösung. Also wenn es direkt beim Endkunden mit im LAN steht. Gibt es da irgendwo eine konkrete Liste der Sachen, die man dort beachten sollte, die vielleicht nicht gehen oder die anders gehen, als wenn man es direkt beim Endkunden aufbaut? Das ist ein guter Punkt. Das sollten wir wahrscheinlich tatsächlich auch mal irgendwo aufschreiben. Ja, das habe ich bisher auch noch nicht getan. Die Unterschiede. Also ein klarer Unterschied ist einfach, in die Cloud rein können wir keine VPNs aufziehen zur PBX hin. Das ist ein klarer Unterschied. Naja, ansonsten fällt mir so spontan gerade gar nichts ein. Du meinst jetzt die VPN-Möglichkeit, die Innovaphone grundsätzlich in ihren Telefonen auch zum Beispiel hat. Korrekt, genau. Also Microsoft Telefone, wenn sie sich, VPNs. Genau, Telefone, wenn sich ein Telefon an die Cloud PBX anbindet, brauchen wir natürlich kein VPN. Aber Richtig. Wenn wir einfach unsere silbernen Cache kennt, um sie wieder an Markus' Formulierung zu halten, dann haben diese Cache ja, also neben der PBX, ganz, ganz viele weitere Funktionalitäten. Unter anderem kann so ein Cache einfach auch viele, viele VPNs terminieren. Und diese Funktionalität steht dann in der PBX nicht zur Verfügung. Sie können in der PBX auch keinen zusätzlichen SBC aufbauen. Das ist nicht notwendig natürlich und das kann man dann natürlich auch nicht machen. Ja, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich glaube, das letzte Mal die VPN-Möglichkeiten der Innovaphone Devices habe ich vor 10 Jahren genutzt oder so etwas, weil das, was ich heute mit TLS, Verschlüsselung hinbekomme und Zertifizierung und Authentifizierung, steht einem VPN Korrekt. In vielen Teilen einfach gar nicht nach. Ja, genau, und ist einfach viel flexibler. Aber man muss es einfach sagen, so die Frage kommt hier und da mal wieder auf. Und das unterstützen wir einfach in der Cloud drin aus Sicherheitsgründen nicht. Wie sieht das aus, wenn ich bei mir im LAN, im Kundennetzwerk Procall zum Beispiel einsetzen will, das auf der TAPI basiert? Kann ich den TAPI
Service Provider von Innovafon dann beim Kunden im LAN auf dem Procall-Server nutzen und der greift dann auf die Cloud PBX zu? Okay, die kenne ich jetzt nicht gut genug. Da ist aber im Prinzip genau, da gilt das, was ich vorher gesagt habe. Also Prinzip Kommunikation mit HAPI in die Cloud rein funktioniert. Ne? Das sind ja ganz normale HTTP-Requests oder HTTP-Ports. Es funktioniert natürlich. Die Frage ist immer, kommen wir auch zurück? Also ist es notwendig, dass wir zurückkommen in das Kundennetzwerk rein? Und den Fall muss man sich anschauen. Das ist immer der kritische Fall. Ja. Also was ich zum Beispiel persönlich interessant fände, wäre noch die Frage, ich habe einen LDAP-Server bei mir im LAN, eine Adressdatenbank, und die möchte ich gerne für die Cloud PBX nutzen. Das wäre zum Beispiel so ein Fall, den man sich dediziert genau angucken muss, weil dann von meinen Endgeräten und von den Gateways per LDAP Anfragen in meinen von extern zu meinem Estos-Metadir oder LDAP-fähigen Genau. Adressdatenbank in der Firma existieren. Den Fall muss man sich ganz genau und explizit anschauen. Da ist es dann, also machbar sind solche Dinge, aber da muss man wirklich haargenau planen und zugucken und ganz Genau, da genau muss man wissen, was man denn hinschauen. da eigentlich macht, ja. Genau, da Also muss man einfach hinschauen. grundsätzlich ja, aber ne, das ist Ingenieursleistung dann letztlich. Man muss einfach genau hinschauen. Wir sind ja da auch nicht aus der Welt. Ne? Da kann man uns auch gern mal ins Boot holen, wenn es da irgendwelche Fragen gibt, dann analysieren wir das gemeinsam. Meine Frage vielleicht noch ist, wenn ich solche Fragen habe zur Cloud, wie zum Beispiel, wie mache ich das, wenn ich einen TAPI-Dienst oder einen LDAP-Server bei mir im Netzwerk für die Cloud zur Verfügung stellen möchte, wende ich mich dann als Systemhaus ebenfalls an presales@innovafon.com? Oder gibt es dafür solche cloud-technischen Fragen eine spezielle E-Mail-Adresse? Genau, also im Prinzip immer, wenn es irgendwelche Fragen um die Cloud gibt, cloud-spezifische Fragen, dann gibt es die E-Mail-Adresse cloud@innovafon.com. Ah, okay. Und dann können wir die meisten Fragen da auch relativ schnell beantworten. Gut, schön. Dann super, sind ja doch noch ein paar Fragen Genau, es ist zusammengekommen. eine Frage, die hier jetzt nicht kam, die aber auch immer mal wiederkommt, ist die Frage, ob man denn also auch dieses Standby-PBX Thema in der Cloud abbilden kann, das geht natürlich auch recht schön. Das heißt, Sie können genau wie Sie das früher auch gemacht haben mit On-Premises-Geräten, kann man jetzt natürlich auch in der Cloud so ein Master-Slave-Konzept aufsetzen, in dem die Cloud-PBX dann einfach die Master-PBX ist und On-Premises kann man dann die Slave-PBX aufsetzen. Das heißt, für den Fall, dass zum Beispiel auch SIP-Trunks lokal terminiert werden, kann man da so eine Slave-PBX nutzen, kann man auch andere Mechanismen nutzen. Oder für den Fall, dass es einfach irgendwelche GAUs gibt und die Internetverbindung vom Kunden geht in die Knie, dann kann man auch so ein Slave-PBX, also so eine lokale Kunden-PBX als Standby-PBX nutzen. Weil so kann er dann zumindest noch intern telefonieren. Korrekt Was, oder wenn er genau, wenn keine eigenes Kästle hat bei sich im Netzwerk, dann würde halt alles über die nicht mehr vorhandene Cloud laufen ja, und also dann funktioniert auch das lokale Telefonieren nicht mehr. Genau. genau, was ich damit einfach sagen wollte, die Mechanismen sind da, wie man das dann konkret einbaut und nutzt, steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Aber wenn man mal ehrlich ist, das ist das Schöne bei Innovafon, alle dieser Mechanismen, die uns jetzt bei der Cloud auch helfen, ne, zum Beispiel, indem ich auch einfach ein Gateway beim Kunden aufstellen kann, um noch ein S0 oder ein Prebox zu nutzen und die PBX läuft in der Cloud. Das sind ja keine Standard- oder spezielle Mechanismen für die Cloud, sondern das sind alles Mechanismen, die Innovafon schon seit längerem einfach mit im Portfolio hat und jetzt einfach nur genutzt werden, um dann auch in der Cloud einen hervorragenden Funktionsumfang zu bekommen. Ne? Genau, also ich bin ja so ein altes Lego-Kind. Ne? Ich bin ja mit Lego groß geworden, fand es als Kind schon mega klasse. Und das, was mich bei der Innovafon einfach begeistert hat, das ist immer also ganz konsequent umgesetzte Lego-Bausteintechnik ist. Und das haben wir einfach mit der Cloud genauso gemacht. Die Cloud PBX ist nichts anderes als eine weitere Lego-Bausteinkomponente, die genauso mit diesen ganzen anderen Lego-Steinen kombiniert werden kann.
Und da kann man in Kombination einfach gigantisch tolle Lösungen stricken. Ja. Gut, hier kommen jetzt noch sehr spezielle Fragen von Herrn, Frau. Ich kann das leider, sorry, nicht zuordnen. Maurici Jasiek. Da würde ich bitten, weil hier geht es jetzt zum Beispiel, was ist mit Master-Slave-Geschichte oder fester IP? Gibt es da einen R-Record, C-Name und so weiter? Da geht es jetzt sehr technisch rein schon. Da warten wir vielleicht für Das nächste Training ab oder wir machen es hinterher per FA-Finance. E-Mail, dann können wir das auch klären Ja, und auch genau. die Also das Monitoring. nächste Woche nochmal angucken. Da gibt es ja auch noch einen technischen Teil. Da wird sicherlich noch auch sich einige Fragen dann auch ergeben und erklärt werden. Und ansonsten muss ich sagen, ja, cloud@innovafund.com, wie ich jetzt gelernt habe. Oder einfach mal den Partner ansprechen, den Ansprechpartner, den eigenen bei Innovafund. Und diese Sachen im Detail klären. Oder So, ganz aber einfach, probieren Sie es aus. Also hier das ja. Portal myinnovafon.com. Registrieren Sie sich, bestellen Sie einfach mal so eine Cloud-Instanz und probieren Sie es aus. Das ist alles kleines Geld Es ist wirklich. kein Brot, sagt man nur, ne? Alles wirklich, genau, ja. Und kein Risiko, also kein unternehmerisches Risiko. Wunderbar. Super. Also der Erste sagt jetzt schon, ich muss weiter. Ich danke euch. Ich nehme das mal zum Anlass zu sagen, so, wir sind jetzt bei 1 Stunde 12 insgesamt. Eine Dreiviertelstunde hat die Präse gedauert. Sehr schöne, sehr viele, sehr clevere, intelligente Fragen mit ebenso cleveren und intelligenten Antworten. Dankeschön an Innovafon. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Freue mich darüber, dass so viele Leute teilgenommen haben. Und freue mich dann auf das Webinar, das technische Webinar am nächsten Donnerstag in der nächsten Woche. Wer sich da noch nicht angemeldet hat, sollte es jetzt schleunigst tun, weil nicht alle der Anmelder des ersten Teils haben sich bisher auch für den zweiten Teil angemeldet. Tun Sie es einfach. Es wird zumindest ebenso schön werden wie heute. Vielen herzlichen Dank an alle. Ja, Danke dir, ich würde Sam. sagen, einen schönen Tag wünsche ich euch allen noch. Okay, auch Danke, von euch meiner auch. Seite aus. Herzlichen Dank und schönen Tag an alle. Danke, Okay, tschüss. tschüss.